Natürlich ist das, was auf der Krim geschieht, etwas, was auch Verstoß gegen das Völkerrecht ist. Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger, das will ich Ihnen gerade in einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Ich glaube, dass das, was wir gegenwärtig erleben auf der Krim, dass die Blaupause dafür der Kosovo ist. Ich sage Ihnen auch, dass, wenn Sie sich die Argumentation anhören, es jedenfalls sich nicht bezweifeln lässt, und das macht meine Vorsicht im Umgang mit dem erhobenen Zeigefinger aus, dass formal in beiden Fällen gegen die Charta verstoßen worden ist. Das war einfach so.